Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Gomo. Ein Spiel von... Oh, was ist das denn? Oh, von Delk? Was hab ich denn da gemacht? Ja, und ich würde mal sagen, wir starten mal ein neues Spiel. Hier sehen wir unseren Freund Gomo, wie er träumt von einem Hund und einem Schmetterling. Wie niedlich. Was ist ein Hund? Es könnte auch ein Hase sein. Aber da kommt ein Ungeheuer. Man sieht ein Gewitter. Und unser Freund Gomo wacht auf. Reibt sich die Augen. Und da oben haben wir unser Inventar, da haben wir unser Menü. Klick hier. Das hier scheint ein Tutorial zu sein. Apropos Gewitter. Gewitter habe ich gerade hier während der Aufnahme auch. Ah, ich habe Fenster zugemacht, deswegen denke ich mal, man würde es nicht hören. Okay, klick hier. Und unser Freund Gomo steht auf. Es handelt sich hierbei um ein Point-and-Click-Adventure. Was läuft denn im Fernsehen? Scheinbar nicht viel. Ja, Gomo ist ein Point-and-Click-Adventure von Dedelic Entertainment. Die Schubladen kann ich nicht aufmachen. Ich kann das Licht an und ausmachen. Ich habe mir das Spiel gegönnt. In Zusammenhang mit dem mit den Rabatten, die es dieses Wochenende für Dedelic-Spiele gab. Ich dachte mal, ich probiere es einfach mal zu spielen. Vielleicht lohnt es sich ja für ein Let's Play. Ich habe schon mal ein Spiel von Dedelic gespielt, auch ein Point-and-Click-Adventure, und zwar Edna and Harvey Breakout. Licht. Das Gesicht da oben ging weg. Wenn ich das Licht wieder ausmache, kommt es nicht wieder zurück. Komisch. Na, ich mach's mal aus. Wir wollen ja Strom sparen. Unser Gomo ist nämlich ein... jemand, der... sehr umweltbewusst ist. Ich würde mal sagen, wir verwenden den Schlüssel mit der Tür. Und wir gehen raus. Und wir finden, wir haben eine Hundehütte, also scheinbar ein Hund. Also war das wohl wirklich ein echter Hund, von dem wir geträumt haben, den wir auch wirklich haben. Und das hier dachte ich erst, wäre ein Hufeisen, aber es sieht mir dann doch eher aus wie ein Halsband. Ein Halsband, das scheinbar offen ist. Das können wir hier machen. Huch. Was ist das denn? Aha, interessant. Aha, ja. Oh. Wir scheinen scheinbar nur noch 40 Minuten Zeit zu haben. Sie haben wohl unseren Hund mit sich genommen. Das feiere ich irgendwie. Egal, weiter geht's. Ich frage mich, wie das klingen würde, wenn man das rückwärts abspielen würde, ob da irgendwas bei rauskommt. Das Spiel ist zwar
primär auf Englisch, glaube ich. Hier sieht man es auch, Zoltan's Factory. Aber es ist auch von einem deutschen Macher. Deadly Entertainment. Gehen wir mal weiter. Ja, wir müssen nun unser Hund finden. Den sie scheinbar in ein Kristall verwandeln wollen? Habe ich nicht ganz verstanden. Auf jeden Fall geht es darum, dass unser Freund Gummo seinen Freund rächen möchte. Und was ist das hier? Eine Fledermaus? Nicht mal an. 3 Sekunden später. Ui! Was ist. Fünf, 2 Stunden, nein, also 5:25. Huch! Wo sind wir denn hier gelandet? Wer ist das denn hier? I want you! Was ist das denn? Was machen die da? Jupp, natürlich! Bart einzeichnen, der Klassiker! Was denn sonst? Okay. Können wir den irgendwie mitnehmen oder so? Scheinbar nicht. Das Spiel hat auch ein interessantes Bildformat, also es hat jetzt nicht dieses klassische Bildformat von den meisten Spielen. Ich denke, ich weiß nicht, ob man die Maus, wenn ich hier rechts bin, überhaupt noch sehen kann. Ich kann sie ja hier rechts noch sehen. Können wir hier irgendwo hin? Scheinbar nicht. Kommen wir runter? Nein. Wir müssen hier wohl hoch. Und weitergehen und... Ah, jetzt kommen wir runter. Aber unser Freund Gummo hält das nicht auf. Wir haben hier ein Seil mit einem Haken. Was haben wir hier? Ein Sack. Ein Säckele. Mit einer Bombe, ein Teddy. Weg damit, brauchen wir nicht. Und was ist das? Karte. Card. Mehr steht da nicht. Wollen wir unten zum WC? Ich nehme an, dass wir das hier irgendwie. Also, ich fände es logisch, wenn wir das da irgendwie mit der Kante da oben verwenden können. Denn. Wir öffnen einfach mal den Reißverschluss, den wir im Rücken haben. Und. Ermöglichen einen Weg nach oben. Allerdings möchte ich auch mal nach unten gehen. Aus reiner Neugierde. Ich mag die Musik. Huch. Die Leiter ist ja kaputt. Hübsches WC. Ein klassisches Plumpsklo mit einem Eimer. Können wir. Können wir? Hier haben wir schließlich auf Klopapier und der Eimer steht richtig. Nein, wir können. Ah doch, wir können. Was? Ach so. Ah, okay. Wir haben Klopapier benutzt. Okay. Können wir Klopapier auch mit uns nehmen? Nein, 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 ich will nicht schon wieder. Ach. Jetzt kann er aber nicht mehr. Bin ich glücklich drüber. Okay, gehen wir wieder hoch. Jo. Und wir sind oben. Und unser Freund Gummo klettert das Seil hinauf. Können wir das Seil auch wieder mitnehmen? Scheinbar nicht. Oh. Ah. Ich rate gerade einfach nur. Verdammt. Wir müssen wieder runter.
vermute, dass das Klopapier uns was gesagt hat. Oder ich brauche aber nur die Karte. Kann auch sein. Ach, wir haben das Klopapier mitgenommen. Ah, ist mir gar nicht aufgefallen. Oh. So, dann mal wieder hochklettern. Hui! Der Freund Gomo scheint sehr, sehr agil zu sein. So. Zum Glück ist hier kein brauner Streifen drauf. So. Kann ich die hier rein? So. So. Dann noch die beiden hier unten. Nee, der war ja schon. So. Nee, Moment mal, ist echt schwer. Der oben noch. Hm. Ja, wahrscheinlich genau andersrum. Ah. Okay. Und wir sind in einem Labor, wie mir scheint. Und gehen mal hinab. Stecken die Maschine einfach mal an. Tja. Können wir mit irgendwas machen? Mir scheint nicht hoch. Also wir können hochgehen. Wir gehen einfach mal weiter und gucken, was diese Kiste hier zu verbergen hat. Die kriegen wir nicht weg. Nö, keine Chance. Tja. Können wir mit irgendwas machen? Den Stecker haben wir drinne hiervon? Können wir jetzt irgendwas machen? Ach, wir können wahrscheinlich hier rauf. Ah. Kein Wasser drinne. Yo. 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 Beschriftung hat's nicht. Nein, hat es nicht. Yo. So, ich vermute mal, das soll jetzt eine Art Generator sein. Können wir hier noch nicht verwenden. Aber hier vielleicht. Damit. Nur Strom scheint nicht aus. Soll. Ach, das klemmt, das soll Öl sein. Ah. Ja, so macht man es mit Öl. Einfach rauf. So. Ah. Den Knopf habe ich gar nicht gesehen. Und wir können weiter. Das waren bis jetzt wieder noch nicht so die komplizierten Rätsel. Maus. Ich guck mal eben ins Menü, ob da irgendwas Interessantes ist. Noch eine Option, okay. Ob es vielleicht irgendwelche Erfolge oder sowas in der Art gibt. Der hat eine richtige Bassstimme. Sultan's Excavator 4000. Do you want to feel heaven underground? When Sultan's Excavator 4000 is just for you. Was ist das hier? Pedals do nothing? Okay. Toll.